Herzlich willkommen bei der Vorsicht Akademie und einem weiteren Tutorial zu From the Depths. Heute schauen wir uns ein weiteres Spezialistengerät an, und zwar den Wal. Der Wal ist, wie ihr hier seht, eine Art Frachtschiff, und seine Spezialität ist es, gechillt über das Meer zu fahren und einfach nur für Entspannung zu sorgen. Denn das muss man auch erstmal hinbekommen. Sowas sollte er überhaupt erstmal bauen können, so etwas, das wirklich für Entspannung sorgt. Leider ist es irgendwie hier totaler Krache im Hintergrund. Oh je. Tja, wer jetzt wirklich noch glaubt, es geht hier um ein Frachtschiff, der lässt sich zu leicht verarschen, denn das hier ist zwar auch ein Wal, aber das Walross. Walross von der Deepwater Guard, ein Frachtschiff, ein mitgeliefertes. Wir schauen uns lieber den Wal hier an, ne? Der sieht doch ganz schick aus. Yeah. Und zwar, wie ihr schon gesehen habt, das Ding verhält sich wirklich wie ein Wal. Naja, ich glaube jetzt nicht, dass Wale jetzt wirklich über Schiffe drüber springen und die dann beschießen und vollscheißen. Ja, das mit dem Vollscheißen schauen wir uns gerade noch schnell an. Und zwar, wenn ich jetzt mal hier so in das Ding reinkomme. Also das Teil hat mich wirklich Tage gekostet. Und zwar, weil ich unbedingt die Form des Wals haben wollte. Und ja, das führt zu vielen Problemen. Aber das zeige ich euch nachher nochmal, wenn wir wieder zurück zu dem kommen. Ich möchte euch einen Sprung noch kurz zeigen, bevor wir uns die Grundlagen für dieses Gerät anschauen. Also nur hier einfach, dass ihr ein bisschen Einblick bekommt. Unten hier so Kanonen. Sieht halt aus wie ein Wal. Hinten Schwanzflosse, Antrieb und das ganze Gedöns. Hier sind noch zwei Schilde dran. Aber einfach nur, dass ihr es mal gesehen habt, was das alles genau bringt und wozu, schauen wir uns nachher im Detail an. Einmal schauen wir uns hier noch so einen Sprung an. Wie weit ist er noch weg? Ja, das dauert jetzt leider noch ein bisschen. So, jetzt sind wir im Anflug. Anfahrt hier. Raus aus dem Wasser. Und gib ihm Saures. Jeha! Free Willy. Und seht ihr da hinten, da kommen so Bollen raus. Der scheißt den noch voll. Der scheißt den voll. Yeah. Läuft, oder? Läuft ziemlich gut. Okay. Dann würde ich sagen, dann löschen wir den mal. Falsche Taste. Hauen wir den mal kurz weg hier. Und holen wir uns mal ein Schiff her. Schiffchen her, mit dem, wie ich euch die Grundlagen davon erklären kann. Und zwar hier der Walentwurf. Mein Team bitte ja und direkt reinspawnen. Das sieht jetzt natürlich nicht so schick aus, aber daran kann man das alles viel besser erklären. Und zwar, was ihr zuerst natürlich mal braucht, ist ein Antrieb und ganz viele Jets, weil bei dem, was wir hier machen, da sind die Jets extrem wichtig, dass das Ding einfach stabil bleibt. So, ich habe hier einen großen Motor, der hier hinten ganz viele Schrauben antreibt, damit das Ding ordentlich Gas gibt, weil es muss auch gut aus dem Wasser rauskommen. Aber ja, wenn wir jetzt mal das Ding anmachen, momentan hat fast 20 Meter pro Sekunde. Das passt. Ich habe hier vorne, und wirklich nur hier vorne, Hydrofoils, die dafür sorgen, dass das Ding momentan auf 100 Meter unter der Oberfläche ist. Und dann habe ich hier mehrere Automated Control Blocks, die dafür sorgen, dass das Ding sich entsprechend verhält. Also das sagt zum Beispiel, wenn ein Gegner näher ist wie 270 Meter, dann sollen die Hydrofoils 45 Grad nach oben. Das heißt, die Geige ist so eingestellt, dass die Vollgas auf den Gegner drauf fährt, und wenn es nah genug dran ist, was wir jetzt auch in Kürze haben, dann gehen die Hydrofoils Vollgas nach oben, damit der diesen Sprung macht. Ja, das ist die eine Sache. Dann haben wir hier noch das Ding, dass wenn die Hydrofoils aber über 45, also nee, wenn das Fahrzeug einen Winkel größer hat als 45 Grad, dass die auf 0 Grad gehen, weil sonst, das seht ihr gleich, jetzt geht es gerade hoch. Gleich stellen sie auf Grad.
Weil sonst springt er quasi senkrecht raus und springt hier nicht richtig drüber. So, wichtig ist dann aber auch, dass wenn er auf der anderen Seite ist, dann haben wir das hier. Nein, falsch, hier. Und zwar, wenn eben dann der Gegner weiter wie 270 Meter weg ist oder kein Gegner vorhanden ist, das steht hier hinten noch dran, dann sollen die Dinger eben auf minus 25 Grad gehen, quasi, dass das Teil wieder auf Tauchstation geht. Und das, was wir dann hier hinten noch haben, ist einfach das, dass wenn das Ding unter 100 Meter ist, dass es wieder nach oben geht. Also, eben das hier und das hier. Falsch, nein. Wo habe ich jetzt? Das hier und das hier sind die, wo für den Angriff sorgen. Das heißt, das hier, also wenn der Gegner näher wie 270 Meter ist, dann geh nach oben. Und das sagt, wenn kein Gegner oder Gegner weiter wie 270 Meter weg ist, dann tauch ab. Und die da hinten, die sorgen dafür, dass das Ding, das hier eben nicht unter 100 Meter runter geht, weil sonst reißt das Ding irgendwie den Boden auf. Und das sorgt dafür, dass beim Auftauchen nicht zu steil auftaucht, weil dann der Sprung nichts wird. So, ich denke, das sollte soweit mal klar sein. Damit das Ganze aber funktioniert, ist einmal ganz wichtig, dass wir hier hinten ganz viele Antriebe haben. Denn wenn der vorne mit der Spitze aus dem Wasser rausgeht, muss das hinten mit den Propellern aus dem Wasser herausgeschoben werden, damit es wirklich weit aus dem Wasser rauskommt. Und erst wenn es aus dem Wasser raus ist, dann zünden diese Turbinen, weil die gehen jetzt zwar die ganze Zeit hier auf Vollgas, aber die Turbinen bringen unter Wasser nichts. Damit es auch vorher schon ein bisschen funktioniert, habe ich hier vorne schon Turbinen dran gemacht, dass er wirklich das Ding, sobald die Spitze ein bisschen raus ist, schon mit den Turbinen ein bisschen angezogen wird. Und entsprechend halt dann auch hier aus dem Wasser rausgezogen wird. Jo. Das ist eigentlich, sollte soweit mal einigermaßen klar sein. Auch habe ich hier noch an der Seite also Propeller, damit der unter Wasser navigieren kann und so. Ja. Und dann habe ich hier, dann fangen die Details an. Ja. Ich hoffe, das bisher ist es soweit klar. Hinten Propeller, die das Ding aus dem Wasser rausschieben. Und vorne Turbinen, die das dann vorne aus dem Wasser rausziehen. Und dann hinten noch Turbinen, die, wenn es aus dem Wasser raus ist, schön nochmal beschleunigen. Und dann eben die seitlichen Propeller, um dem Ding ordentlich was, also Navigationsmöglichkeit zu geben. Die ganzen Jets hier, damit das Ding stabil bleibt. Sehr wichtig, probiert es mal ohne. Oder das Ding dreht sich euch in der Gegend rum. Ihr kriegt das nicht mehr unter Kontrolle. Und hier vorne eben die Hydrofoils, die dafür sorgen, also das Ding, wenn kein Gegner in der Nähe ist oder weiter weg wie 270 Einheiten, dann soll das Ding auch nach abtauchen, aber nicht unter 100 Meter. Und wenn es dann einen Gegner näher hat wie 270 Meter, soll es auftauchen. Aber wenn das Ding über 45 Grad ist, nicht weiter, also nicht steiler werden, ja? Das ist die ganze Logik dahinter. Jetzt fangen aber die Details an. Und zwar habe ich auch hier vorne Propeller. Aus dem einfachen Grund, schauen wir uns gleich mal nur an, wenn der nämlich wieder eintaucht, dann bremst es erstmal hier vorne alles ab, weil er hat dann Widerstand, aber nichts, was unter Wasser antreibt, ja? Und die Turbinen da hinten sind jetzt auch nicht so stark. Also bedeutet das, ich muss vorne Propeller hinmachen, dass wenn der vorne eintaucht, es den gleich wieder ins Wasser reinzieht, weil sonst platscht der hinten nach dem Arsch auf und ist dann zu flach und kann nicht richtig eintauchen. Das hilft beim super Eintauchen. So, und dann haben wir hier hinten noch Turbinen. Die sind auch mit automatisierten Kontrollblocks so eingestellt, dass ihr seht es gleich, wenn die nämlich aus dem Wasser raus sind, dass die erst dann Gas geben. Aus dem einfachen Grund, wenn wir das nicht machen, oh, er hat sogar eine Explosion verursacht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aus dem einfachen Grund, wenn wir das nicht machen, kann es passieren, dass der vorne nicht runter geht und nach oben schiebt und nach oben schiebt und nach oben schiebt und dann fliegt der Dinger irgendwo ins Nirvana und kommt nie wieder runter. Deswegen müssen wir hier hinten dem ein bisschen den Arsch schlupfen, dass er vorne runter geht und überhaupt wieder ins Wasser eintaucht. Ja? Und hier haben wir gesehen, die Propeller, die ziehen den wieder ins Wasser rein. So, das ist auch schon die ganze Logik dahinter. Eigentlich ganz einfach, kommt man auch so drauf, wenn man das ein bisschen rumprobiert. Und dann unten natürlich noch, hier habe ich jetzt bewegliche Kanonen genommen, die dann während das Teil
über den Gegner drüber fliegt, schön ja, auf den draufballert. So, ich hoffe, das ist soweit für euch klar. Dieses Grundding sollte soweit logisch sein. Das Ding übrigens auch möglichst aerodynamisch, weil er braucht ja den Speed unter Wasser. Über Wasser ist jetzt nicht so tragisch, weil der Luftwiderstand nicht so groß ist, aber die 20 Meter unter Wasser muss schon sein, weil das Ding muss sich auch wirklich aus dem Wasser rausschieben können. Sonst kommt er nicht auf die richtige Geschwindigkeit und schafft keinen richtigen Bogen. Wunderprächtig. Haben wir das gesehen und dann zerschrotten wir den mal. Und dann gucke ich mal, dass wir hier in gebührendem Abstand in Richtung dem hier den fertigen Wal nochmal laden. So, und dann zeige ich euch mal, was jetzt hier so die krasse Schwierigkeit ist. Ich sitze, glaube ich, nicht drin. Da explodiert es schon. So. Erstmal habe ich hinten eine schöne Flosse dran und hier unten natürlich schöne Flossen, Brustflossen, damit das Ding halt einfach nach Wal aussieht. Es sieht jetzt hier danach aus, als ob der gar nicht so viel Antriebsdinger hätte, aber doch, er hat. Weil, wenn wir mal hier reinschauen, es ist verdammt viel in dem Teil drin. Naja, da kriege ich jetzt den hier Hohlraum. Hier ist der Hohlraum. Ich habe hinten extrem viel Antriebe, auch Turbinen. Da ist der ganze Motor, auch ein Haufen Stabilisierungsjets und auch große Propeller zum Lenken. Noch mehr Propeller und Turbinen und Zeug. Antriebe ohne Ende. Antriebe ohne Ende. Damit es aber überhaupt funktioniert, wenn man das in dem Innenraum hat, müssen die immer hier zentral, da wo die Schraube ist, auch bei den Turbinen, genau an dem inneren Block, 8 Blöcke müssen frei sein, damit die auf 100% Leistung fahren. Und das Wasser, wo hier drin ist, muss über hier hinten, ihr seht es, über einen Kanal nach außen geleitet werden können. Ansonsten haben die keine Effektivität. Ursprünglich war der Plan auch, dass ich komplett die Antriebe nur innen habe, rein designtechnisch, aber das hat nicht ausgereicht. Deswegen musste ich hier außen noch lauter Jets, so Stabilisatoren hinmachen und Antriebe, weil das Ding wäre sonst viel zu träge gewesen, viel zu langsam. Es hat absolut nicht funktioniert. Oh, ich sehe, ich habe hier einen Block drauf. Wieso ist hier ein Block drauf? Wer hat hier einen Block drauf gebaut? Cool, den baue ich mal kurz ab. Den hässlichen Block. Oh, in dem Moment, wo wir springen. Juhu. Zack. So, und hier fliegen wir rum. Ja, und das ist jetzt eben hier das große Thema. Das Design war hier sehr, sehr wichtig. Ja, das war jetzt ein missratener Sprung. Da der so aussehen soll wie ein Wal, ist das mit dem Schwerpunkt ganz schwierig. Jetzt schauen wir hier mal rein. Und zwar, ihr seht hier hinter der Brustflosse, knapp über dem Schwarzen, hier drin, da ist der Schwerpunkt. Ja. Und der ist viel zu weit oben, unten, weil ich ja die ganzen Antriebe, ihr seht sie da hinten, viel zu weit oben habe. Das heißt, den verreißt die ganze Zeit in seiner Vor-, also in seiner Bewegung. Aber wenn ich den Schwerpunkt nicht so weit habe, dann dreht es immer auf den Kopf. Ja, also die Form hier ist absolut nicht geeignet, um sowas zu machen. Deswegen hat es mich auch so lange so viel Zeit gekostet, weil das scheiß Ding überhaupt irgendwie ausbalanciert zu kriegen, ist extrem schwierig. Hier vorne sind die Hydrofoils, die sind extrem viele, weil das Ding auch viel schwerer ist. Das stimmt gar nicht, es ist leichter. Es ist leicht, ich habe vorher geguckt, genau, das andere hat eine Masse von über 1000. Ihr seht es so im unteren Drittel von der Physik Information. Das ist leichter, weil ich musste oben ganz viel Lightweight Alloy nehmen und unten ist Metall und Blei, um das schwer zu machen. Aber deswegen ist der Schwerpunkt für den Antrieb scheiße. Aber halt so, dass er wenigstens einigermaßen, ja, dass er nicht die ganze Zeit Rückenschwimmen macht. So, die Kanonen hier unten, machen wir das mal wieder aus. Man sieht sie jetzt kaum, aber da sind ja die Rohre dran. Das sind mehrere, die sind nicht drehbar, aber ich habe halt Motor-Driven Barrels genommen. Deswegen schießen die auch nicht so viel, wenn da drüber springt, weil die nicht so eine große Beweglichkeit haben.
schlecht, aber ich hatte bald eben nicht viel mehr Platz gehabt innen drin. Ja, von dem her, nicht ganz so gelungen, nicht ganz so praktisch. Aber ich habe auch hier, wie ihr seht, vorne Turbinen, dass wenn er vorne aus dem Wasser rauskommt, also gleich angezogen wird. Ich habe hinten noch Propeller dran, damit das schön rausgedrückt wird, solange er noch ein bisschen im Wasser ist. Und dann schießt er hier schön drauf, man sieht's. Und ganz wichtig, hier seht ihr hinten, hier, da kommt immer so Kackbullen raus, ja. Diese Kackbullen, ich muss mal schnell schauen, vielleicht kriege ich einen erwischt. Wo fliegt einer? Da ist gerade einer explodiert. Da ist einer, der wird gerade hier angezogen. Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Und... das sind Minen! Minen mit Magneten dran, die sich im Umkreis von 50 Metern so ein Ding ranziehen und einen einfachen Sprengkopf. Das heißt, der Wal scheißt im Flug den Gegner noch mit Sprengstoff voll. Finde ich ziemlich witzig. Und ja, hier oben haben wir noch quasi die Ausblaslöcher. Ich weiß nicht, wie man die genau nennt. Das sind nichts anderes als Flares und die schießen halt, sobald das Ding quasi an die Wasseroberfläche kommt. So, hier habe ich noch einen Propeller hingemacht an quasi so eine Rückenflosse. Ja, so ein bisschen Funktion und Design vereint. Und vorne haben wir noch zwei Schilde. Eins oder ja, oben, dass wenn er sich annähert und von vorne geschossen wird, dass es abprallt. Und unten, wenn er oben rumfliegt und dann von unten quasi dagegen geschossen wird, dass er ein bisschen Schutz hat. Ja, alles irgendwie recht einfach, aber wenn man das mit so einem Design vereinen möchte, sehr, sehr, sehr schwierig, ja. Ach, übrigens, genau diese Flossen, die habe ich hier über einen Spinblock. Da sieht man einen Spinblock drin reingemacht und über einen Controller, Controlblock, eben in den entsprechenden Winkel gebracht. Genauso die hintere. Das ist genauso. Einfach, ja, die hätte ich auch festmachen können. Ich hatte die Hoffnung, dass es ein bisschen wackelt. Tut es leider nicht so. Jo, ihr seht auch, also, upala, der Schaden, wo das Ding verursacht, ist es wirklich ziemlich gering. Da hat man nicht viel Platz für große Kanonen. Die Kanonen schießen auch nicht viel. Die Minen, wo der legt, die sind auch nicht so stark. Also das Teil, allein auch schon vom Verhalten her, das ist einfach total unpraktisch. Da muss man so viel reinmachen, das ist so empfindlich. Man muss auf so viele Sachen achten. Und ich habe es ziemlich oft auch, dass das Ding hier wirklich untergeht, auf den Boden einschlägt oder dann doch im All rumfliegt. Weil er, jetzt kommt er ziemlich schräg. Mal gucken, was er nachher macht. Ja, es ist einfach sehr, sehr, sehr tricky, sowas zu kontrollieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man Lua programmieren kann und solche Lua-Kontrollblöcke nimmt, man da viel schönere Sachen machen kann und das viel, 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 viel besser steuern kann und stabiler machen kann und dann auch wirklich effektiver machen kann. Ob man aber wirklich da damit ein richtig gutes Kampfgerät hinkriegt, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt um hier drauf gehe, ihr seht hier, ich habe hier 1 Million Ressourcenpunkte verbraucht. Und das ist wirklich sehr viel, was aber in erster Linie eben auf das Lightway Alloyed geht, damit das Ding überhaupt aus dem Wasser rauskommt. Ja, aber man muss halt schon ganz klar sagen, rein vom Überraschungseffekt, ihr müsst selber zugeben, ihr wart bestimmt sehr überrascht am Anfang, als er zuerst mal vorbeigeflogen ist. Und designtechnisch und ja, so... einfach cool. Es ist auch schön, wenn man sowas mal macht und sowas ausprobiert, dann lernt man viel über die Mechanik und was halt geht und was nicht geht. Darum empfehle ich euch, sowas auch mal zu machen. Ach genau, hier habe ich ja, bei dem musste ich die, diese Turbinen, die beim anderen nach von unten, unten sind und das Ding quasi wieder runterdrücken. Musste ich hier andersrum machen, weil der vorne viel zu schwer ist. Der würde sonst zu steil eintauchen und sonst immer im Boden landen. Und ja, und das alles, das hat, da lernt man einfach viel, wenn man solche Sachen macht. Macht doch, denkt eigentlich auch einfach mal sowas Wahnwitziges aus, probiert's aus. Auch wenn ihr verzweifelt dran, ihr lernt viel dabei über die Mechanik des Spiels, was man alles machen kann, was geht, was nicht geht und so weiter. Tut es einfach. Probiert auch mal gern so einen Wal aus, aber ich gebe euch wirklich den ganz, ganz wichtigen Tipp. Tut euch den Gefallen und versucht das Ding erstmal funktionell hinzukriegen, irgendwie auf einer Achse mit Antriebe und alles.
und nicht mit dem Design so anzufangen, weil ja, also es ist wirklich. Es ist wirklich die Hölle. Absolut die Hölle. Das auszubalancieren und alles. Aber da lernt man eben auch, wie wichtig es ist, mit dem Schwerpunkt zu arbeiten. Egal ob Boot, U-Boot, Flugzeug oder was auch immer. Achtet immer auf euren Schwerpunkt. Der muss einfach zu eurem Gefährt passen. Und jetzt schauen wir uns einmal noch hier so einen Überflug an. Und dann denke ich, soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich sehe euch wieder bei anderen Tutorials, auch bei Grundlagen-Tutorials oder anderen Spezialisten-Tutorials. Was auch immer ihr gerne wissen möchtet und braucht. Und wenn ihr was habt, mit dem ihr meint, geil kämpfen zu können, schaut mal bei der Arena rein von mir, der From the Deaths Arena. Yo, da könnt ihr eure Sachen einschicken und gegen meins antreten lassen. Und ja, würde mich freuen, euch dann wiederzusehen. Ich hoffe, ihr habt was lernen können bei diesem Video. Auch wenn es nicht ganz so gut funktioniert, das Teil. Wobei jetzt ausnahmsweise, muss ich echt sagen, ich bin überrascht, wie gut der funktioniert, der nicht komplett abgestürzt ist. Und jo, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt vorsichtig.